Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Ich habe offscreen dieses Level auf 100% gebracht mit Mumienschatz in der Glutspitze mit den Münzen gesammelt. Und dadurch haben wir jetzt auch ein neues Level hier freigeschaltet mit dem Titel Auf zur nächsten Schatz-Captain. Und zwar zeitloser Mumienschatz. Bin ich mal gespannt. Das ist ja auch unsere Aufgabe, ist, weil... Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Boah, sind das die Bonus-Level? Okay, wenn ich das gleich von oben mache, ist es vielleicht etwas einfacher. Ich sammle einfach so viele Münzen wie möglich. So. Bisschen den Geist austricksen. Was heißt hier überhaupt zeitlos? Wie viele Abschnitte gibt es denn hier? Ich glaube, ich habe bis ein paar Münzen verschenkt. Deswegen gar nicht mal kurz zurück. Also mittlerweile habe ich das mit dem Mumienschanz echt gut raus, wie ich den ein bisschen austricksen kann, damit ich etwas Ruhe habe. Bin gespannt, wie lange sowas dauert. Spotify. Voll Schleichwerbungsspiel. So. Wunderbar. Wie gesagt, versuche hier alles einmal aufzusammeln. Aber ich weiß nicht, was unsere Aufgabe ist. Jetzt denke ich auch so Speicherpunkte. Frage nämlich für einen Freund. Ja, was mache ich? Ich hier mal kurz austricksen. So. Ist der ganze Weg wieder zurück. Ups, das war knapp. Oh ne, ist auch noch Karmic. Oh Gott.
Nee. Das mache ich nicht mit. Nämlich, glaube ich, habe es jetzt ein bisschen vermasselt. Oder auch nicht, weil ich kann man noch da durch. So. Ohne Bärchen. Oh, wie viele Level gibt es denn hier? Das hört doch eigentlich nicht auf. Aber gut, das ist ja auch zeitloser, ne? So, ich nehme einfach einmal alles mit, was ich kriegen kann. Hat er sich gerade selbst ins Ausgeschossen? Krass. Ja, Level 9. Nein, ich bitte noch. Och Mensch. Sie können ja nicht von mir verlangen, dass ich alles mitnehme. Oh Gott, jetzt zwei Mumien. Okay, sagen wir mal so. Wir versuchen so lange das Level, bis wir sterben. Was jetzt auch, glaube ich, der Fall sein wird. Komm mit meiner Mumienarmee. Yeah. Okay.
Ja, Mann, 2175 Münzen. 5000 Münzen muss man gesammelt haben. Und man muss das Level schaffen, um die anderen zu freizuschalten. Okay, vielleicht mache ich das dann mal offscreen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal in die Spezialwelten. Auf der Spur nach der legendären Krone. Erstens, der geteilte Tempel. Gott, es bewegt sich. Hier scheint nichts zu sein. Ist mir doch ein bisschen zu unsicher. Und hier auch was? Ah, da hinten ist was. Ein Diamant. So, One-Hop. Ich sehe doch nichts. So, Diamant Nummer 2. So, ich muss jetzt irgendwie nach da oben kommen. Am besten gehe ich den Weg wieder zurück. Weg mit dir. Ich glaube, wie werft man denn nochmal? Nee, von Diamant. Wie komme ich denn jetzt nach da oben? Indem ich mich da fallen lasse. Okay. Ich schaue nochmal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Das sieht nicht danach aus, ne? Irgendwo noch ein Poster. Ich sehe nichts mehr. Okay, dann würde ich mal sagen, muss ich schon wieder auf die andere Seite. Oh, das war knapp. Das war mehr als knapp. Okay, wir sammeln jetzt keine Sterne, sondern Kronen.
zwei Plakate abgerissen. Ich habe aber nur zwei gesehen. Und verbiere das Tutorial. Okay, das mache ich offscreen. Kronharz rund um die Pilzruine. Warte, ich schaue mich erstmal hier so um. Warte. Ah, Mist. Okay, ich glaube, das muss ich mal von vorne machen. Was ist denn hier unsere Aufgabe? Bestimmt gibt es in irgendeinem Zeitpunkt dort oben einen versteckten Pilz. Hier schon mal nicht. Schaue ich mich jetzt noch hier so irgendwo um. Aha. Gefunden. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir für heute Schluss und in der nächsten Folge geht es im Geisterjagd im tiefen Tal weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Captain Toad Treasure Tracker. Bis dahin, tüdelü.